Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 5. Februar. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute am ersten Freitag des neuen Monats natürlich auch wieder auf die FX-Bewegungen schauen und die zeigen sich bislang äußerst zurückhaltend, bis auf die ozeanischen Pairs. Da gibt es ja ein gutes Stück an Bewegung schon, also hier. Heute unter Druck leicht der Kiwi und der Aussie. Davon profitiert der Euro gegenüber dem Australdollar sichtlich. Euro-Britisch Pfund auch ein Stück weit vorne, weil das britische Pfund heute auch nicht ganz so gut in den Tag kommt oder in den Tag gekommen ist. Letztlich heute der Fokus ganz klar. Die Non-Farm Payrolls, der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Das immer wieder das Damoklesschwert über den Märkten, speziell über der Fed in Sachen weiterer Ausrichtung, in Sachen Zinspolitik. Wir hatten die Zinsanhebung im Dezember. Darauf reagierten die Märkte relativ verschnupft, sowohl am Forex-Markt als auch am Aktienmarkt. Die Perspektive, dass es in 2016 weitere Anhebungen geben wird, war ja relativ stringent, aber die jüngsten Daten und auch ja, die Reaktion der Märkte ließen jetzt die Fed unlängst ein Stück weich werden und das führte den US-Dollar gehörig unter Druck. Wir hatten gestern dazu ja Euro-US-Dollar, US-Dollar-Index, also den US-Dollar-Index-Future in der Beschau. Da ist eigentlich alles gesagt und der US-Dollar-Index, wie gesagt, weiter zurückgesetzt gestern. Das sieht gar nicht mal gut aus, wenn wir hier heute sozusagen aus dem Handel gehen. Schauen Sie einfach dazu das gestrige Video nochmal. Ansonsten wird es spannend werden, was eben heute 14:30 und die nachfolgenden Minuten passiert. Auf die Yen-Pairs bezogen ließ sich unlängst feststellen, und da gehen wir jetzt mal direkt auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen ein, dass die ja, Euphorie der Vorwoche komplett zu Teilen verflogen ist. Wir haben hier US-Dollar-Yen, heute mal statistisch einen Tag der ja, Ausgeglichenheit, eine Pattsituation. Während der letzten 52 Wochen gab es hier nicht wirklich eine signifikante ja, Tendenz. Mittwoch hier eher ganz klar bullisch, hingegen Donnerstag und Dienstag wieder leicht bärisch, sehen Sie an den prozentualen Angaben. Wollen wir jetzt sozusagen dann nur geringfügig betrachten, vielmehr der Wochenchart interessant. Wir sehen, US-Dollar, Japanisch, Yen, hier an dieser Unterstützung abgeprallt, hier Mitte Januar. Das ist am Level um 116,50 geschehen, eine direkte Kaufzone. Und Sie sehen, wir notieren, Schrägstrich hatten bislang sogar schon einen Touch dieser Zone bei 116,48. Und ja, die Wochenkerze gleicht hier schon einem monströsen bearischen Golfing. Die zwei Vorwochen sind hier nahezu komplett eingeschlossen. Und das ist rein technisch gesehen eine sehr, sehr klare Ansage. Wenn wir heute, und das wird beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen sehr, sehr interessant sein, dieses Level aufgeben sollten um 116,48. Und glauben Sie mir, wenn der heute US-Dollar oder der heutige US-Dollar-Bias dann nochmal weiter abkippt, dann wird auch hier eine mögliche Yen-Schwäche nicht helfen. Der US-Dollar wird hier vielmehr dann nach unten abrauschen. Und sollten wir hier unter 116 aus dem Wochenhandel gehen, dann hätten wir hier per se ein ganz klares Verkaufssignal, meine lieben Zuschauer. Dann muss man davon ausgehen, dass der US-Dollar hier gegenüber dem japanischen Yen eigentlich erst ja, fast nahezu 1000 Pips tiefer eine wirkliche Unterstützung findet. Kann auch hier den kleinen Hochpunkt im Bereich 110, 111 knapp hier als Zone ansehen. Aber hier, das ist eigentlich luftleerer Raum, wenn wir hier unter 116 durchsegeln. Und dann kann sich hier mit Blick auf die nächsten Wochen wirklich ein negativer Bias gestalten, der so eigentlich nicht ins Raster passt. Wir hatten unlängst die Yen-Pairs immer wieder in der Beschau und hatten auch hier natürlich auf die Saisonalität hingewiesen. Da haben wir einiges an bullischen Bias. Und das sah, wie gesagt, bis, ja, zu Beginn dieser laufenden Woche eigentlich noch ganz gut aus. Ich zeige Ihnen mal hier die Saisonalität mit Blick auf die letzten, auf die kommenden 40 Tage. Sie sehen, der Trend hier ganz klar aufwärts gerichtet. Das erlaubt natürlich, meine lieben Zuschauer, wenn wir hier uns stabilisieren an dieser nun wahrlich mehrfach bestätigten Unterstützungszone seit Ende 2014, dann haben wir hier mit dem Abprall nochmal eine Gelegenheit, eine Attacke nach oben zu sehen. Und dann dürfte es hier ja zu den Vorwochen hochs gehen, 121,30 etwa, Schrägstrich hier vielleicht sogar eine Attacke an diese Abwärtstrendlinie, die hier seit Jahresbeginn, beziehungsweise seit Jahresbeginn, seit Mitte 2015 ihre Etablierung fand. Also mal aufgepasst, das sieht hier ganz interessant aus. Entscheidend eben, gehen wir über 116,50 oder unter 116 aus dem Wochenhandel. Saisonalität spricht für Bullischen. Abprall wäre hier auf jeden Fall als Kaufsignal zu werten.
Was allerdings passiert, muss man abwarten. Ein Durchbruch wäre hier ein ganz klares Verkaufssignal und sicherlich ein signifikantes Zeichen weiterer Preisverluste. Gut, auf dem Tageschart, da ist das natürlich ein ähnliches Bild, nur hineingezoomt. Wir sind hier sogar ein Stück weit höher noch im Bereich 117,10 an der Zone, wo sich immer wieder Kauforders fanden. Aber das entscheidende Level, das nehmen wir auch hier nochmal rein, ist eben hier die 116, 116,50. Aber ich nehme mal die 116 glatt etwa. Das ist hier eine Zone, da darf er nicht runtergehen. Wenn er da drunter fällt, dann wird es wirklich bitter. Also heute kann sich hier eine Kaufchance ergeben, auch nach den jüngsten Verlusten, spekulativer Natur natürlich. Müsste hier schon einen schönen Rebound starten. Die Chance ist gegeben. Allerdings, wie gesagt, das ist alles offen. Ich persönlich würde hier eher bevorzugt in der kommenden Woche abwarten wollen, was man da handeln kann. Heute hier einen Einstieg zu finden, kann Glück bringen, kann aber natürlich auch aufgrund großer Volatilität zu den Non-Farm-Payrolls auch zu unglücklichen Ausstoppern führen. Und wenn man hier nicht unbedingt aggressiv intraday unterwegs ist, dann hat man hier sicherlich auch noch Zeit, während der kommenden Tage einen schönen Entry zu finden. Also US-Dollar-Yen steht hier auf der Kippe vor einem größeren Verkaufssignal. Oder aber vor der Chance, hier unmittelbar nach oben abzudrehen. Stundenchart schenken wir uns mal. Da ist wirklich nur hier ein Seitwärtsgezerre zu sehen. Sie sehen es ja seit der Nachtsession. Und ob sich das jetzt hier wesentlich verbessert, das muss man mal sehen. 43 Pips bislang gelaufen. Das ist sehr überschaubar. Im Schnitt bewegt sich das Paar aktuell bislang um 130, 140 Pips. Also gute 100 Pips dürfte es hier heute nach oben oder eben nach unten noch geben. Schauen wir auf das nächste Paar. Euro-Yen hatte ich angekündigt in der Headline. Hier sieht es auch interessant aus, aber ein Stück weit anders, denn wir haben hier nicht mit einer Unterstützung zu kämpfen, sondern hier am Wochenchartintervall mit dieser Abwärtstrendlinie, ja, die sich hier sehr schön darstellt, nach oben kommt und die haben wir in der Vorwoche schon attackiert und auch in der laufenden Woche. Aber Sie sehen, ein Stück weit fehlt da jetzt die Power. Wenn es heute zu einem, ja, wie auch immer gearteten Ausbruchsimpuls kommen sollte, man muss natürlich sehen, ob das US-Dollar bullisch oder Euro bullisch ist. Letztlich wird der Yen auch hier ein Stück weit mit ins Kalkül gezogen. Hier technisch, wie gesagt, auch die Situation nicht nach einem Durchbruch, sondern hier Ausbruch. Gehen wir hier über 132 raus. Machen wir ein neues Wochenhoch, speziell über das Hoch der letzten Woche, 132,38. Dann hätten wir hier ein Kaufsignal. Dann kann Euro-Yen auf jeden Fall 137, 138 in Richtung 140 streben, mit Blick auf die kommenden Wochen. Dazu auch mal hier die Saisonalität. Wenig überraschend zeigt auch hier jetzt der Bias weiter nach oben. Kurz warten, da. Generell nach oben starke Schwankungen, also stärkere Schwankungen als beim US-Dollar-Yen, aber generell zeigt der Weg eben hier nach oben. Deswegen ähnliche Situation, aber auch hier aufgepasst. Wie gehen wir aus der Woche raus? Über der Trendlinie, unter der Trendlinie wäre dann eine Bestätigung des Abwärtstrends und dann kann man auch hier beim Euro-Yen durchaus mit einem Test des Levels von rund 127, 126,85 rechnen. Das wäre dann auf jeden Fall das Ziellevel, wenn wir hier nach unten wegbrechen. Also im Auge behalten. Das Ganze sehen wir auch hier nochmal ein Stück weit aufgedröselter im Tageschart, da hatten wir auch nach dem starken Impuls in der letzten Woche hier Bank of Japan am Freitag einen schönen Ausbruch nach oben gesehen. Leichte Konsolidierung wurde erwartet, die fiel nun im weiteren Wochenverlauf ein Stück weit heftiger aus als eigentlich notwendig. Insofern müssen wir die blauen Pfeile mal ein Stück weit anpassen. Aber der Ausbruch, der direkte Ausbruch scheiterte, wie gesagt. Und jetzt gilt es eben darauf zu warten, wie es hier ausgeht. Also rein technisch muss man interpretieren, unter 130 wären weitere Rücksetzer wahrscheinlich. Über 132 rockt der Bulle. Ja, das kann man auch hier direkt so darstellen. Man muss hier, wenn es einen Ausbruch gibt und der auf Wochenschlusspreisbasis Bestand hätte, ganz klar unterstellen, dass da hier nach oben sicherlich noch ein Stück weit was gehen kann. Also, sehr spannende Situation. Passen Sie auf, was am Nachmittag passiert. Ich für meinen Teil halte mich ein Stück weit zurück. Wenn sich der Staub gelegt hat, gibt es sicherlich gute Trading-Chancen. Und insofern wünsche ich Ihnen so oder so ein glückliches Händchen an den Märkten. Wenn Sie mögen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche bis dahin was. Ihr Christian Kämmerer und eine gute Zeit. Auf bald und tschüss.